Grüßt euch, liebe Leute. Ich bin im Nordschwarzwald unterwegs, gerade hier beim Tannenbrunnenhüttle. Und da dachte ich, da mache ich doch einfach die Videoantwort für den Enno, für sein Giveaway. Ich packe mal aus und dann melde ich mich gleich. Aber wer will, kann ja mal hier die Warnung durchlesen und auf Pause machen. Bis dann. Wenn ich so für eine Tagestour oder auch eine Übernachtung unterwegs bin, trage ich sehr gerne wollene Sachen, Merino-Wolle. Das ist mein erster Gegenstand, den ich gerne nennen würde. In diesem Falle von Icebreaker. Ich liebe diese Art Rollkragen mit Reißverschluss, da ist man sehr adaptiv. Wo ich gerade meine Regenhose sehe, die man auch über die Stiefel hinweg aus- und anziehen kann, weil man sie bis zum Knie aufmachen kann mit dem Reißverschluss. Erinnere ich mich auch, ich trage gerne von Icebreaker oder so die Merino-Wollunterwäsche als einen Layer. Das ist eine ganz praktische Sache. Als zweites Wichtiges, was ich gerne auf Tagestouren nehme und weil ich einfach die Zeit auch geistig, sag ich mal, inspirierend finde, ist meine Reisebibel. Die wiegt nicht viel, aber ist praktisch, auch mit dem Reißverschluss. Die mag ich sehr gerne und ich versuche immer einmal im Jahr so grob die Bibel durchzulesen, wenn ich es irgendwie hinkriege. Als drittes nehme ich eins dieser drei Messer, passt wunderbar auch zu dem blauen Thema, was ich gerne habe. Wenn es nicht nur ein Tag Tagestour ist, wenn ich auch mal ein kleines Feuerchen machen will, dann ist es das Udo Poco. Aber wenn es nur ein halber Tag ist oder so, einfach mal irgendein Messer hier, das UK PK zum Beispiel, oder gerade auch wenn es ein bisschen regnerisch ist, so ein kleines Schnitzmesser in einem Udo Poco Stil, nur mit Holzgriff, damit man dann in der Hütte, wie sie hier ist, dann auch im Regen zum Beispiel so einen Löffel schnitzen kann. Also als zweites hatte ich das genannt, als drittes Messer mit dabei, einfach der Vollständigkeit halber auch, weil es zum blauen Thema passt. Mein Zeitmesser, die Taucheruhr von Citizen, solarbetrieben und die Zeiger leuchten wunderbar nach im Dunkeln. Das ist also eine wahre Freude, auch wenn man nachts um 3, 4 Uhr wach wird, ohne irgendeine Taschenlampe anzuschalten, kann man die Zeit ablesen. Oder mit diesem Sekundenzeiger den Puls messen oder so. Die Stirnlampe habe ich gerne dabei, damit die Hände frei sind. Die hat eben diesen Sparmodus mit nur 2 LEDs, dann den normalen mit 4 LEDs drin, dann 8 LEDs und so ein Verkehrs, sage ich mal, sichtbar werden Blinkmodus, wenn man dann doch mal nachts zurück will und muss entlang der Straße. Das ist das eine große Hilfe, wenn man da gesehen werden kann. Ich habe jetzt einfach mal so ein abgelaufenes EDC-Pack mit, wiegt fast nichts, nimmt nur Platz weg, aber im Tagesrucksack passt das. Denn es ist ja oft so, man selber mag sich vielleicht nicht unbedingt verletzen, aber wenn man jemanden sieht, der verletzt ist, dann ist es gut, eine erste Hilfe dabei zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute von dieser Hütte hier, Schutzhütte, und kann ich echt empfehlen, gibt es im Schwarzwald ganz viele Schutzhütten. Und da vorne sieht man den Parkplatz, da kann man wunderbar auch einen Abstecher mal machen, wenn man nur mal eine ganz kurze Runde drehen will. Ich wünsche euch alles Gute, Enno, dir viel Erfolg, danke für dieses Giveaway und
Wir sehen und hören uns. Tschüss.